So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Turbo Simulator. Wir machen heute weiter mit, wie gesagt, mit der Strecke Wien bis nach Budweis. Ist von der Strecke gar nicht allzu weit, eigentlich was die Kilometer betrifft, weil wir hätten das andersrum wäre es einfach gewesen. Aber wir müssen ja Brno, also Brünn, Ostrava, Prag und Pilsen noch mitnehmen. Ansonsten wäre die Strecke nicht allzu weit. Und dann können wir hoffentlich in der nächsten Episode von Pilsen aus über Nürnberg und sowas fahren. Jetzt mal hier so ein bisschen das bayerische Eck mitnehmen und dann Step by Step uns durch die Karte weiteratmen, arbeiten, so ist es richtig. So, und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Wie gesagt, ihr habt es in der letzten Folge, ich habe die Folge gelöscht, aber es ging halt nicht. Ach, das sieht einfach scheiße aus. Also Fakt ist, dass ich jetzt, dass wir das so machen wollen. Ich will gerne eigentlich mal eine andere Lackierung fahren, aber ihr seht, dass genau das passiert hier. Ihr seht die Texturen, die sind nicht scheiße, sind scheiße. Ergo müssen wir damit jetzt leben. Ich nehme noch nicht. Doch, jetzt hier. Gut, das war richtig. Das, wieso ich sehe, wie das jetzt auf dem Bus hier aussieht. Sieht es dann tatsächlich auch im richtigen Modus aus. Also, deswegen werden wir heute diese Lackierung fahren, die Kooperationsliste, Kooperationen fahren, Flixbus, ja, genau. Einfach mal eine andere Lackierung. Das Rüstung ist orange, nehmen wir mal runter und wir starten durch. Na dann. Auf geht's. Ich finde es jetzt ein bisschen schade. Ich hätte gerne andere Lackierungen genommen. Ich hätte euch mal ein bisschen was anderes gezeigt. Ein bisschen gerne Lackierung. Aber irgendwie sagt das Spiel, nö, ist nicht. Seht es mir bitte gerade nach. Ich hoffe, dass es jetzt soweit alles in Ordnung ist, dass ich jetzt. Ach, wie sieht das denn aus, Leute? Wie sieht das denn aus? Nee, also sorry, das ist absolute Krütze. Ich starte jetzt nicht nochmal neu. Warte mal, ach Mann. Ja, ich will eigentlich gerne. Ach Mann, ich will gerne mal eine andere Lackierung fahren. Scheinbar will das Spiel aber das nicht. Was ist das? Spiel starten. Also, nochmal. Ich würde gern. Eigentlich würde ich euch, wie gesagt, gerne eine andere Lackierung zeigen. Aber ist leider so, dass wir tatsächlich mit der Originallackierung fahren müssen. Wenn das sie zulässt, hier. Scheinbar geht es nicht anders. Ich hoffe, dass es jetzt. Ich hoffe, dass es jetzt geht. Also, safe, wir starten auf jeden Fall in Wien. Und werden heute uns mal Tschechien aussuchen. Solltest du feststecken oder dein Fahrzeug. Ja, das haben wir in der letzten Folge gesehen. Also, müssen wir tatsächlich noch wieder mit dem Original grün fahren. Ich hätte euch, wie gesagt, eine Lackierung gerne gezeigt. Ihr habt es gesehen, das funktioniert nicht so ganz. Wir werden also wieder mit dem Neoplan Skyliner fahren, solange ich noch keine anderen Fahrzeuge habe. Aber ich werde uns die DLCs der Woche, wir werden auch mal mit einem anderen Fahrzeug fahren. Versprochen. So, das dauert aber noch ein bisschen. Wir machen die Klimaanlage mal an auf 21,5. Da hat es keine gemeckert. So, und wir gehen unsere. Halt. Wir machen jetzt mal alles an. Er sagt jetzt Tschech, er steht jetzt Tschechke Budujwice oder so. Also mein Tschech ist nicht so gut, aber. Also, es heißt auf Deutsch Budweis. Linie 10 ist das.
und wir starten mal rüber, eben kurz die Leutchen holen. Ja, warum wir nicht von links aus starten, warum wir nicht von Graz aus starten? Ganz einfach, weil wir von Graz aus sowieso wieder nach Wien runter müssen und ich spare mir einfach ein paar Kilometer. Deswegen fahren wir erstmal so. Fahren wir so. Das, wir haben auch da so gemacht, wo wir auch statt Luzern aus Luzern aus Zürich gekommen sind nach Graz. Ich nehme ja den Anführungszeichen kürzeren Weg, kürzesten Weg. Ich weiß gar nicht, wie lange ich strecke jetzt, 800 Kilometer oder so ist das, glaube ich, jetzt. Also die ist ein Ticken kürzer als die letzte. So ungefähr. So. Jetzt holen wir erstmal, wie gesagt, die Leute ab. So, warte mal. Ich mach mal Leute da rein. Das ist die Fülle. Oder? Warte. Warte, ich mach da keine Sorge, ich gehe gleich los. Ich muss das hier, weil das Bremsen dann selbst da ist. Ja, heute geht's weiter nach Tschechien. Und dann wird es wieder irgendwann Richtung Deutschland zurück reingehen, wenn wir Tschechien dann einmal durchgearbeitet haben. Polen gibt es ja nicht. Aber wenn wir Tschechien einmal weggearbeitet haben, geht es dann so straight Richtung Bayern, Baden-Württemberg, wieder zurück nach Deutschland. Und dann ärgert mich das mit der Lackierung. Ärgert mich das mit der Lackierung. Wie gesagt, deswegen habe ich immer noch nicht eine neue Aufnahme gestartet. Es ist jetzt einfach nur ärgerlich. Aber es ist halt so. Wir können es auch nicht ändern. So, jetzt muss ich gerade gucken, wo der Haltepunkt ist. Der ist hier vorne. Da stehen schon wieder ganz viele Leute. Also die erste Haltestelle ist sogar schon Tschechien. Also die erste Haltestelle ist, glaube ich, schon. Ist es schon Ostrava? Glaube ich ja, ne? Erstmal müsste Ostrava sein. So. Guck, der Kollege fährt da vorne schon raus mit dem. Oder? Ist das richtig? Ist das schon der Kollege? Eichsfeld, okay. So, moin! Euer Lieblingsbusfahrer ist wieder da. So, einmal kurz die Leute ihre Koffer reintun und dann geht's los. Moin. Haben Sie in meine Richtung? Weiß ich noch nicht. Du möchtest nach Prag. Lennox Pol. Da unten. Ja. Moin. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, möchte ich. Salut, das Ticket. Ostrava, du bist Tamme Kick. Da unten. Auf geht's. Gut. Ich benötige noch ein Ticket. Ah, ne, Breno ist die erste Haltestelle. Brünn. Breno. Vielen Dank. So, ich werde jetzt ein bisschen rumarbeiten hier. Tschechke. Oder? Du bist Alisa Bo, die habe ich schon gesehen auf der Liste. Servus. Ich hoffe, ich Prag. Elisa Thelen habe ich schon gesehen. Hallo, hier ist mein Ticket. Erfurt, vergiss es. Das ist nicht meine Baustelle. Ach ja, so schön. Und Pilsen? Elisa Thomas. Da ist sie doch. Danke. So, jetzt mal. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Elena Gruber, Elena. Da oben auf der Liste ist sie. Nee, du bist nicht richtig. Du fährst da mit aus der Brücke. So nein. Was mit der Bruder? Clermont. Ey, setzt euch doch zusammen. Wir sind genau gleich aus, ihr zwei. Genau wie die zwei hier. Braunschweig, das wollt ihr nicht morgen? Ja, du möchtest nach Prag. Alten Henschel. Habe ich schon gesehen. So, da fehlt nur noch ein Melissa Jansen und dann haben wir sie alle. Sagst du das? Nee. Doch, das bist du. Danke.
So, dann haben wir sie alle. Ihr vier macht mir Angst, vor allen Dingen. Brünn ist der erste halt. Auch eine Stadt, in der ich noch nicht war. Ich war schon in Tschechien, ja. Aber auch nur ganz kurz mal. So. Hallo und herzlich willkommen. Kriegst du tolle Ansage hier, ne? Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. So. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb... Na dann, auf ein neues. Warte mal, ich sag kurz, ja, ich stelle Bescheid, dass wir losmachen. Erste Pause um 8. In den Sitztaschen vor Ort, ich würde gerne mal wieder früh fahren. Unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Vor allem würde ich auch mal wieder eine neue Lackierung fahren. Aber scheinbar ist das hier irgendwie. Unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet. Ja, WLAN, ich kann auch. Ich kann auch ausschalten hier vorne. So, erst halte ich wieder ist in Brno 150 Kilometer weg. Das ist eine ganz kurze Strecke eigentlich. Kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt übernehmen. So, ich kann aber auch sicher machen, mal. Wenn ihr auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß. Na dann, auf jetzt. Bei Flixbus. Auf geht's, auf geht's. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. Dauert jetzt einen kleinen Moment. The seatbelt is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com. Or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions. Viele rote Ampeln hier gerade mittlerweile. We're always ready to assist. And now we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. So, dürfen wir jetzt mal auch wieder völlig zu fahren oder ist das jetzt hier Dauerlösung? Ist das jetzt hier der Dauerlösung in mit den Ampeln? Ich sage mich, dass ich keine andere Werbung, keine andere Lackierung mal zeigen kann, weil halt wie gesagt die Lackierung unscharf ist und verbuggt ist. Warte mal. Nee, sie ist richtig. Ich hoffe zumindest, dass es jetzt richtig ist. Doch, ja, ist richtig. Glück gehabt. Ich wollte jetzt nicht auf die andere Autobahn dort. Alter! Was geht denn hier ab? Nicht! Wir fahren hier immer so. Hm.
Also Ankunft 18 Uhr in Brno. Fahren wir da die Nacht durch wahrscheinlich, oder? Laut. Ja. Früh um 7 Uhr. Hilfe. So, jetzt müssen wir. Rasen Sie eigentlich immer so? Ja. Wer schon mal gefallen ist, kennt mich. Oh, Alter. Wenn ihr nicht unbedingt hier stehen bleiben müsstet. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Ja, dann fahren Sie doch mit dem Taxi. Interessiert mich doch nicht. Aber ich weiß nicht, was. Nee, aber warum immer? Man gibt Gas gerade und dann wird man einfach eins ganz schön. Da kann ich jetzt auch nichts für. Kollegen immer wieder hier. Der hat nämlich den ganzen Scheiß erst ausgemacht. Der hat den ganzen Scheiß nämlich erst gerade hier so. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Verursacht. Danke, das war das Wort, was ich suchte. So, jetzt gehen wir hier mal ein bisschen Gummi. Wir wollen nämlich noch rechtzeitig zum Mittagessen oder zum Abendessen da sein. Hey, ja, hier ist freigegeben worden. Warum ist sie eigentlich dauerhaft auf 80? Ist in Österreich, die erste Frage ist, in Österreich 80 als Dauerlösung auf der Autobahn? Das weiß, ich weiß das nämlich, ich weiß das wirklich nicht. Weil die Schweiz, weiß ich, ist 120, zwischendurch mal 130. Gerade echt, das ist echt viel. Guck mal, ich fahre jetzt hier. Oh gut, ich fahre 65. So, fahren wir mal. Gucken wir mal auf den Sprit. Aktuell haben wir 20 Grad Außentemperatur. Wir haben noch 100 Kilometer bis Brno. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? Alter! Ich kann dir gleich mal die Heizung hochdrehen, dann weißt du, was Heizen ist. Ich bin froh, wenn wir an der Grenze sind. Vielleicht haben wir es ja überhaupt noch aus dem Grenzgebiet, fällt mir gerade mal ein. Vielleicht haben wir es ja noch aus dem Grenzgebiet. Das dürfte jetzt auch nicht mehr allzu weit sein, ne? Hier vorne ist die Grenze. Ja, und dann hoffe ich, dass wir noch ein bisschen Ruhe haben. So weit dürfte es eigentlich jetzt nicht mehr sein, das ganze Gebiet Tschechien. Und dann hoffe ich, dass wir ein bisschen Gas geben können. Geh weg mit deiner Karre da jetzt! Wie fahrst du schnell? Mir geht dieses Geschleiche auf den Senkel. Warte mal. So viel haben wir es jetzt gar nicht mehr, ne? Ja, wir sind gleich über der Grenze. So. Und dann habe ich das ein bisschen mehr freigegeben. Also ich vermute, dass in Österreich tatsächlich auf der Autobahn 80 ist. Und das finde ich auch schon ein bisschen trostlos. Die haben bestimmt so viel Angst, dass man das Land so schnell durchquert, dass man nichts sieht. Und die Landschaft ist so schön, ihr müsst da genießen. Hier ist die Grenze. Gott sei Dank. Und der 200. 100. Naja, kann ich wieder ein bisschen Gas geben. So, damit herzlich willkommen in Tschechien. Damit haben wir Österreich jetzt final weg. Also Österreich ist tatsächlich komplett frei. Wie gesagt, in der Schweiz fehlt es noch zwei Links. Aber das machen wir dann, wenn wir aus Frankreich kommen. Oh, Alter. Okay, den habe ich fast übersehen. Aber es ist halt schlimm, wenn du einfach Gas geben gerade willst auf 100 und dann parken sie mitten auf der Autobahn. Ich park dann mal hier. So.
So, jetzt haben wir hier was. Jetzt kommen wir mal, Gott sei Dank, jetzt sind wir nämlich aus Österreich raus. Jetzt können wir in Tschechien können wir wieder ein bisschen Gas geben. Na, Gott sei Dank. Ich stumpf mir kurz in die Nase, bin sofort wieder da. Let's go. So, wir sind wieder unterwegs und haben noch ca. 60 Kilometer bis unserem ersten Stopp in Brno, in Brünn. Ich komme hier manchmal ganz schön angeschossen auf der linken Spur, muss echt aufpassen. Stimmt, das sind eigentlich sehr die Transporter. Aber jetzt merke ich gerade, es sind wieder mehr Autos unterwegs. Also ich habe das Spiel, doch, ich habe das Spiel ja neu gestartet, genau, doch, ja. Schon richtig. Und was auch meine ersten Dank, also gegenüber meiner ersten Aufnahme mir auffällt, dass die Zugmaschinen nicht alleine unterwegs sind, sondern Anhänger mittlerweile drauf haben. Oder dran haben. So ist es richtig. So wie es sein soll. Also scheinen die Fahrzeuge so ein bisschen teilweise zu respawnen oder zumindest zu ändern, wenn man das Spiel neu startet. So, jetzt muss ich hier gerade mal. Ne, da schaue ich nicht. 104. Krieg ich es hin. Also da bist du dir 100. Wie bist du schnell? Alter, ich hänge im Limit da drin. Ich hänge hier mit 104. So, wo müssen wir denn da lang? Ostrava, Brno. Das ist schon richtig. Brno ist richtig. Aber er sagt eigentlich mal Pra. Also sagt hier runter. Okay. Ostrava wird sich ziehen, weil, wie gesagt, Ostrava ist einmal rund und wieder zurück. Aber er sagt gerade hier und raus. Okay. Wo fährst du dich geradeaus? Nach Brno? Ist das sinnfrei? So, Brno, 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 Pra. Nee, Pra ist nicht ganz richtig. Pra kommt nämlich danach noch. Nach Brno kommt nämlich das Ostrava noch und dann kommt, da geht's nach Prag. Ist das Tempolimit hier echt so hoch? Ja, ist es. Wir sind in Tschechien. So, ich muss gerade gucken. Wir sind. Warum hast du denn nicht jetzt rausgezogen hier? Warum hast du, bist du nicht rüber drauf geblieben? War doch richtig. Muss ich gerade ein bisschen langsamer fahren, weil wir jetzt hier wieder in der Stadt sind. Nicht, dass hier wieder so ein Blitzer steht. Was haben wir denn? Tankmäßig können wir fast durchkommen sogar. Also die Strecke ist kürzer als die vorige, glaube ich. 200-300 Kilometer weniger. Ich finde es so lustig, dass hier, wir sind wie gesagt, mitten in Tschechien teilweise deutsche Werbung mit drin ist. Ich glaube, das ist nämlich dann auch für das Kölsche Bier, das gleiche wie Köln. Also ich glaube, die Werbung ist immer irgendwie gefühlt dasselbe. Das ist einfach nur Copy-Paste. Du wirst natürlich jetzt nicht da weiterfahren. So, dauert jetzt natürlich einen kleinen Moment.
Das sehe ich, ich kann die Gruppe durchhalten. Ja gut, rein theoretisch kann ich hier einmal komplett. So, gucken wir mal gerade. Ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren gerade. So, jetzt müssen wir hier runter, bitte. Ein bisschen vorsichtig fahren. Schönes, kleines, ruhiges Eulertchen. Also, wie gesagt, ich vermute, dass es nicht so ruhig ist, aber ich vermute, dass dieses hier... So, warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Jetzt müssen wir da hoch. Warte, ich muss mich nur ein bisschen... Alles nicht ganz so einfach sortiert. Warte mal, wir müssen hier runter, ne? Genau. Und dann unsere Haltestelle. Die 1, 2. Hier? Oder da? Ja, da hinten ist sie. Ach Gott, ey. So. Damit herzlich willkommen, Brenno. So. Oh, viele Koffer dabei. So, wir machen mal weiter, so alles auf. Gut, also viele, viele Menschen dabei. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Du bist näher, ne? Cool. Wird schon passen. Boah, ist ja schlimm mit euch. Ich hab ein bisschen Platz hier. Jahrenschütz. Da unten ist er. Jetzt auf Pilzen, bis die Alexis Fritsche. Da. Auf geht's. Ciao. Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Bestimmt, nach Ostrava möchtest du. Eigentlich wollte ich dich nicht meinen, aber den Typen hinter dir. Ostrava, da. Cool. So. Hallo. Sie wollen bestimmt Moin. Ein Ticket kaufen. Ja, Emre Bischof, wo bist du denn? Da unten. Ciao. Hallo. Hallo. Bitteschön. Corbinian Knoblauch, so siehst du auch raus. Mr. Knoblauch, möchtest du überhaupt hin nach Prag? Ciao. Ciao, das ist gut. Bitteschön. Prag. Das ist die Christine Oppitz. Team auf den Zonen. Mahlzeit, du bist der Fabio. Da ist er. Grüezi, wir sind in Schweiz. Wir sind nicht in der Schweiz mehr, wir sind mittlerweile in Tschechien. Rocco Winter. Dankeschön. Ja, du bist aus Tschechien. Das ist die Felicia Rauscha. Nimm mal mit. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Prag. Felicia Rauscha. Oh, nee, Quatsch, hier, Jason Brandis. So, jetzt fehlen noch Steffi. Ne, es fehlen noch zwei Leute. Drei Leute fehlen noch. Sie wollen bestimmt ein Kind erzählen. David Hertel, ne? Den habe ich schon gesehen, den Namen, ja? Ja, du bist das. Wer bist du? Kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? Du bist nach Wiesbaden? Nein. Ich habe hier meinen Bus verpasst. Halbzeit. Bin ich hier richtig? Ja, die hatte ich, glaube ich, schon gesehen. Ja. Du möchtest mit? Und damit hat sich das erledigt. So, dann haben wir auch in Brenno die ersten Leute eingesammelt. Und jetzt gleich weiter mit unserer Fahrt.
nach Ostrava. So. Ostrava, möchtest du? Hallo und herzlich. Machen wir gleich die Ansage. Ich muss jetzt erstmal eine neue Folge wieder machen. So, Fahrt starten. Plupp. Und das machen wir dann. Also zumindest für euch der gleichen Folge für mich in der nächsten Aufnahme. Aufnahmesession. So. Ich muss dir doch nochmal schnippeln, weil die Folge doch ein bisschen zu lang war. Und jetzt fängt das auch noch an zu regnen. Ne, die nächste Fahrt ist Ostrava. 218 Kilometer von uns. Warte mal. Auf geht's. So, angemeldet haben wir uns schon, oder? Ja. Wie gesagt, erste Pause 20 Uhr, wie immer. Oh, macht das Handy aus. So. Ja, 20 Uhr. Ja, noch 2,5 Stunden. Also ich denke mal, wenn wir Glück haben, kommen wir bis Ostrava. Dann machen wir da die erste Pause. Eigentlich sollten wir da schon die zweite Pause machen. Wie gesagt, Ostrava, Prag sind auch gut 2 Stunden. Fast 3, doch 2. Ja, wie gesagt, das zieht sich auf Dauer, ne? Gerade jetzt die nächste Haltestelle hin und her, das ist ungefähr dasselbe. Wenn der Ostrava nicht gewesen wäre, hätten wir deutlich kürzer gefahren, hätten wir sogar bis nach Nürnberg fahren können. Aber das können wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt also quasi einen Moment warten. Moin! Oh. Hilfe! Ist lustig, dass du plötzlich siehst! Jetzt. Sein Motto ist halt so zu steuern, wenn man dann quasi einmal das obere Deck nur sieht. Aber so fahre ich und gefühlt sieht es besser aus. So, jetzt muss ich hier. Warum fährst du denn? Willst du denn links? Ist da was rechts? Aber okay, dann machen wir es so. Ja, wie Navi. Na, wir wollen schon Recht haben. Oh, hallo? Frau. War doch gelb. Ich muss jetzt hier nach rechts, okay. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, weil es regnet. Wir müssen uns geradeaus, weil wir müssen, wie gesagt, Ostrau, also Ostrau ist ja der deutsche Name, noch mitnehmen. Du musst aufpassen hier. Die Kurven sind nicht ganz ohne. Gerade bei dem Wetter hier. Und ja, ich fahre mit Controller. Och, da ist wieder so ein Blender. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich mag es eigentlich gar nicht, wenn ich so einen Kollege vor mir habe, der dann anfängt, die ganze Zeit zu blenden. Ihr habt das in der letzten Folge mal mitbekommen, da hatte ich einen, glaube ich, vor mir die ganze Zeit. Und der hat mich dann damals so weit gebracht, dass ich mich in die Balustrade gesetzt habe. Und dann hatte ich das übelste Problem mit meinem Bus. Ja.
Ich hoffe, das war dem relativ zeitnah vorbeigekommen. Okay, ich wollte gerade sagen, derselben. Also der blendet extrem. Ich sehe es. Ich muss jetzt gucken, dass ich relativ schnell da vorbeikomme. Du fährst hoffentlich woanders hin. Oh, Alter, was ist ekelhaft. Oh, du fährst geradeaus, du fährst da raus. Sehr schön. Tschüss, Blender. So. Muss ein bisschen aufpassen wieder, dass der nächste kommt schon der nächste, wo ich. Oh, Alter, was ist hier los? Nee, schon. Oh, Alter. Jetzt habe ich ein Problem, jetzt komme ich nämlich den Berg. Ja, jetzt kommt auch du, kommt auch rechts angeschossen, Kollege. Ja, was bist du denn hier für einer? Großes Versandunternehmen, sitzt in Luxemburg oder was? Die fahren nämlich alle so. Zumindest diese Lieferfahrer. Die fahren nämlich, also die, die ich kenne, die fahren wie die letzten Henker. Oh, das Taxi da vorne. Hallo! Hier ist 100 und nicht 60. Ja, da kommt auch. Ach, geht er weg. Schau mal da vorne, der Jeep, der hält ein bisschen auf. Der blaue Mercedes, der da vorne. Blaue Mercedes. Dürfte ja keine offiziellen Namen sagen. Oh, Alter! Ihr müsst mich nicht runterbremsen auf 30. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Stau oder was? Ich glaube, es ist 18 Uhr mittlerweile. Und die haben auch ziemlich auch die Real Life. Also, wenn die Folge rauskommt, glaube ich, 18:40 oder so, Prärum. Weil wenn man jetzt gerade hier gerade guckt. Ja, mit seinem komischen blauen Jeep hier da vorne, das ist hier wie das. Hält den ganzen Verkehr auf. Ich komme weder raus noch in die Lücke da rein. Ne? Guck mal, wir kommen ja ohne Probleme jetzt. Geh weg da. Was war das? Nix. Hallo. Kann ich mal die Lichtlupe machen? Der hält mich gerade. Der hält gerade übelst den Verkehr auf. Hör mal. Ja, moin, Kollege, du hältst. Hier ist 100 und nicht 80. Gib Gas hier. Oh, Alter. Ja, von wegen Sicherheitsabstand so, ne? Das wäre gerade so blöd. Ich weiß, ich fahre hier natürlich wieder letzte Henker, aber ich bin froh, dass ich jetzt im Auto vorbei bin endlich. Also wäre ich ja nie da vorbeigekommen. Weil der übrigens alles aufgehalten hat hier mit seinen 80. So, 130 Kilometer bis Ostrava. Wie gesagt, die ganze Scheiße müssen wir gleich nochmal zurückfahren, ne? Deswegen ist die Strecke so lang. Guck mal, wir haben gar nichts mehr. Wir haben alles frei vorne. Puh! Ach, schön. Hier ist 100, wir können 100 fahren, wir haben kein Auto weit und breit vor uns. Naja, muss der LKW da vorne jetzt gerade spawnen. Der Katze? Hm.
über 80. So, so ein bisschen das Gas mal weg. Das meine ich halt, genau das ist es halt. Wenn du in der Kurve anfängst zu bremsen und es regnet, es ist nass. Ich glaube, so ein bisschen Fahrphysik haben sie mit reingepackt. Und es kommt natürlich auch schwer hinzu, dass wir noch einen Doppelschockbus fahren. Die haben sowieso schon eine extreme hohe Lage. So, 100 Kilometer noch. Dann haben wir es. Ein paar Minuten noch. Ja, ich weiß, dass manche Folgen extrem langatmig sind. Das kann natürlich sein. Regen ist beendet. Soll ich das WLAN ausschalten? Ich sage, ja. Oh, keine Berge. Zumindest hört sich das jetzt mal wieder trocken. Ich habe bis jetzt auch. Also scheinbar wirklich mit der Klimaanlage, mit der 21,5 Grad, die wir jetzt eingestellt haben, seit einiger Zeit, seitdem meckern die gar nicht mehr. Das scheint wohl die perfekte Temperatur zu sein. Es ist so kalt, warum machen sie die Klimaanlage nicht härter? Nicht mehr heißer. Weil ich kann. Schaff es bis Ostrau hin und her? Schaff es bis Prag ohne Pause? Das wäre zu viel, ne? Ostrava schafft man schon, aber es Prag, glaube ich. Prag, das sind die Leute. Ja, ich weiß, die ist 80. Können Sie vielleicht etwas langsamer fahren? Nein, kann ich nicht. Davon ist eh wieder alles freigegeben. Gut, dann, davon ist doch wieder alles frei. Es war gut. Fahrt ihr mal langsamer für die letzten, für die 20 Meter da? Nein, kann ich nicht. Ja, wir haben jetzt noch in-game 1,5 Stunden. Stunde 40. Wir sind in 2,5 Stunden gut unterwegs. ...60 Kilometer bis Ostrava. Also wir haben jetzt schon wieder ein gutes Stück abgeknabbert. Und wenn wir das heute durch haben, haben wir sogar schon Tschechien weg. Und dann hätten wir zumindest das. Ja, dann hätten wir nicht nur Tschechien weg. Dann könnten wir sogar schon uns wieder Richtung Deutschland widmen. Also dann wird es wahrscheinlich straight Deutschland von unten nach oben wegfahren. Und wenn wir dann irgendwann wieder oben angekommen sind, dann fahren wir nämlich auf Frankreich. Also Frankreich wird wahrscheinlich das letzte werden. Mit dem Abschluss wahrscheinlich dann in Bern oder in Genf. Das ist zumindest so die aktuelle Planung. So, jetzt sind wir schon wieder im Tunnel. Ich sage ja, das, die Linie hier, die andere, die Rückfahrlinie ist schon wieder hier drunter. Ich nehme an, weil natürlich, klar. Geht's auch etwas langsamer? Nein, geht es nicht. Lass mich doch einfach mal in Ruhe fahren. Frage, woher wissen die eigentlich immer, wie schnell ich bin? Sobald ich nur ein Kamera schneller bin, zu schnell. Ja, schön für dich. Jetzt hoffe ich noch, dass ich keine Blitzkontrolle habe.
Die einen haben wir ja in letzter Folge ein bisschen aus der Sinn ignoriert. Noch schneller und wir durchbrechen die Schallmauer. Alter, ich fahr 100! Oh, Alter! Müsst ihr euch eigentlich immer die allerletzten Lücken drängen? Warte, müsst ihr raus, ne? Ich kotze gleich. Entschuldigung. Ich häng die Spiegel gleich ab. Okay, ja, das geht ein bisschen auf mich. Ich wollte mich da eigentlich reindrängen. Aber in dem Moment, wo ich da die Lücke bin, hat er sich nämlich noch der Dicke gebremst. So, 20 Kilometer noch bis Ostrava, also bis zum Ziel. Bis zur Zielhaltestelle. Dann fahren wir das ganze Ding zurück und dann fahren wir Prag an. Oh, wir müssen jetzt hier. Nee, wir müssen jetzt hier. Richtung Zentrum. Gut, hier können wir jetzt natürlich nicht extrem lang heizen, weil hier ist einfach kein Platz dafür. So, Richtung Zentrum ist richtig, ne? Ja. Oh, Alter, das Ding hier gezimmert. Autozentrum Mini-Busi. Das ist wahrscheinlich Kleinbus oder so. So, jetzt war in Tschechien, jetzt kommen wir in die Stadt rein, da ist mal ein Stau. Links, ne? Perfekt, ist sogar noch perfekt rübergekommen bei die Ampel. Fußgänger brauchen wir nicht gucken. Also das, was ich jetzt hier in-game sehe, ist, das scheint eine schöne Stadt zu sein, Ostrava. Wie gesagt, ich war noch nie da. Ich bin gerade positiv überrascht. Und wir sind jetzt eh links ab. So, das sieht schon wieder so richtig aus. Ich habe schon unser Ziel gerade gesehen. Da vorne muss irgendwo eine. Genau, da vorne ist die Haltestelle. Warte mal, ist das richtig? Wo muss ich denn da lang? Mal geradeaus, rum. Warte. Ich muss mich gerade nur orientieren. So, Ostrava. Hier sind wir schon. In Ostrava. Damit haben wir Ostrava freigeschaltet. Damit haben wir nee, warte, was hat er, kommen wir schon weg? Ja, hat er, okay. Hat er wirklich eure Kamera schmeckt? Ja, hat er, wunderbar. Ja, und Timan, jawohl. Kann es Henning, ja. Du bist wer? Melechendl. Ja. Gott, du siehst aus wie so ein Attentäter, ey. Nick Günther. Der. Felix Hase, ja. Nach Football ist natürlich.
Unten die Kleine, die will ein Ticket kaufen noch. Nach Hamburg. Ich will ein Ticket kaufen, aber ich fahre nicht dahin. Du hast doch nicht mal ein Ticket gekauft, du willst eins buchen. Aber auch gut. Gut. Jetzt haben wir 19.17 Uhr. Jetzt müssen wir mal gucken, bis wir die erste Pause machen. So. Fahrt starten. Nach Prag. Schaffen wir das bis Prag zur Pause? Wenn wir jetzt ein bisschen Gas geben, schaffen wir es vielleicht. Weil das ist eine Dreiviertelstunde in Game, ne? Das ist ein ordentliches Stück. Ich würde jetzt gerade gucken, wie weit Prag jetzt weg ist. Ich würde sagen, fast nein. Prag sind 400 Kilometer. Never ever. Das ist ein ordentliches Teilstück. Never ever schaffen wir das in einem Rutsch. Da schaffen wir nicht mal eine Aufnahme. Ich hatte gehofft, dass ich vielleicht bis Prag schaffe, ohne Aufnahme. Aber ja, weniger. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich die Pause machen. Ich frage jetzt, wie weit ist der nächste Parkplatz weg? Bei Brno, Ostrava und dann müssen wir, ja gut, wir haben ja den ganzen Kram jetzt bis über Brno nach Prag rein und dann ist es ja schon fast durch. Aber, ich gucke gerade, ob wir irgendwo einen Parkplatz haben, den ich jetzt in der Nähe, ja, ich kann es versuchen hier, ich werde hier die Pause machen. Das kann passieren, das könnte passen. Ist das einmal, warte mal, ist das eine Haltestelle oder ist das eine Seite oder zwei Seiten? Zwei Seiten. Das könnte hinkommen. Das könnte klappen. Das war das. Das war schaffen bis zur Pause. Das könnte ja so 40 Minuten jetzt noch. Also Prag ist jetzt ein heftiges Stück, aber wie gesagt, dann haben wir nur noch zwei Stationen. Ich mache hier die Pause, weil wenn ich ehrlich bin, bevor ich jetzt hier irgendwie nicht. Fahrzeug auf Gelände. Wir sind auf der richtigen Richtung, ich mache nur eine Pause. Ich muss meine Ruhepause einlegen. So, bis später. So, ich bin wieder da. Alle durchziehen. 1, 2, 3. Oh, da habe ich nichts gesehen. Ich wollte die Tür nicht zumachen, hier aufmachen. Hier. So. 5, der Corbinian. Alter, ich bin einen Meter von der Straße runter. Aber ich stehe nicht auf der Straße. So. Guck mal, wir sehen gleich aus. Hallo? Du bist genau auf der richtigen Höhe schon. Den hast du schon. Hilfe! Hilfe! Ich fahre gleich hoch. Ich muss weiter zählen. Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rallye fahren. Ich wusste gar nicht, dass wir hier Rallye fahren. Du kannst gleich auch da gelaufen. Oh, hallo. Alisa Bohn. Und was fehlen noch zwei Leute? Hallo, wo sind meine zwei Leute? Okay. Ich habe mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht abgezählt. So, es fehlt noch eine Person. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung?
Wo sind wir hier eigentlich? Immer noch in Ostrava. Mir fehlt ein Fahrgast. Was ist denn die? Hä? Ich hätte gerne meinen fehlenden Fahrgast. Was ist denn? Ja, zur Frage, jetzt muss man Fahrgast. Jason Brand ist die Künter. Soll das so sein? Meine Fresse! Wenn ihr weiter am Meckert, könnt ihr gleich zu Fuß rennen. Dann lasse ich den Bus räumen. Ja, Ron. Ich wünsche, dass ich Olli hier nicht gesehen habe. Felicia Rauscher, Alisa Bohn. Die habe ich schon. Ich habe doch schon alle meine Frage ist durchgegangen. Fehlt immer noch einer, oder was? Nee, die olle Elsa. So, gut, wir haben alle Fahrgäste durch. Irgendwer hat es dann am Ende doch auch geschafft. Soll das so sein? Oh, halt doch die Fresse. So, und jetzt haben wir so Pause durch und jetzt geht's fängt auch noch an zu regnen. Naja. So. Geht weiter. So, jetzt fahren wir das ganz große Stück nach Prag. Ja, also wir müssen von Ostrava mittlerweile wieder zurück nach Brno und dann weiter nach Prag. Oh, hallo. Ich muss hier durch. Entschuldigung. So ein Raudi. Ich nix wissen, nicht nix verstehen. So, warte mal, was muss ich gerade gucken? Sonst sehe ich nämlich nichts. So, okay, fahren wir das. Ich nix rote Ampeln, ja, ich weite. Libor, Gleiwitz. Gleiwitz ist ja Polen eigentlich, oder nicht? Das ist übrigens der Geburtstag von Lukas Podolski, Gleiwitz. Aber wie gesagt, das ist eigentlich in Polen und nicht in Tschechien. Aber Polen haben wir ja nicht in der Map drücken. So, jetzt muss ich gerade gucken. Ich muss ein bisschen sortieren. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich Richtung Bra. Also ein bisschen tatsächlich Richtung Gleiwitz. Ist das richtig? Ne, warte mal, Richtung Brno, ne? Ja, doch Richtung Brno zurück, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, Richtung Brno ist richtig. Das wird ein ganz schönes Stück jetzt dauern. Jetzt wird jetzt Kilometer ohne Ende fahren. Also 300 Kilometer haben wir jetzt. Also 370 haben wir jetzt nur bis Prag. Das ist halt das längste Stück. Im LKW lasse ich mir jetzt nicht noch mal vorbei. So, offizielle Ankunft in Prag ist 2.12 Uhr. Aber jetzt habe ich noch eine Pause zwischendurch. Nee, ne? Was haben wir jetzt nach 20 Uhr haben wir die Pause gemacht. Jetzt müssen wir ja die Pause, doch offiziell müssen wir ja die Pause ja dann um 12, kurz nach 12 machen. Ja, aber das schaffen wir für so eine Pause bis Prag. Wie gesagt, Ostrava da hinten, die Ecke, das zieht sich, das wird sich in Deutschland. Weil ich kann. Jetzt muss ich mich nur ein bisschen orientieren gerade. Genau, das ist dieser Tunnel, den ich eben mal angesprochen hatte. Oh, Alter. Ja gut, wegen dem Tunnel ist es klar, dass er ja 80 ist. Das habe ich, glaube ich, letzte Folge schon mal erklärt, aber in der Schweiz unterwegs, in Österreich waren wir ja unterwegs. Wahrscheinlich mit den ganzen Vibrationen und Motorgeräuschen und etc., das ist einfach...
So, ihr dürft jetzt wieder schneller fahren, ne? Ihr müsst den Meister mit seinem großen Bus nicht aufhalten. Jetzt habe ich natürlich den Transporter, der rechts will. Mal vorbei, dann fahren wir mal rüber. Ja, Prag, das zieht sich jetzt ein Stück. Oh, Alter! Meine Güte, hier mit eurem scheiß dämlichen Rumgebremse. DMD. Okay, jeder weiß, welche Firma das ist. Da stehen sie. Puh, das zieht sich jetzt. Das wird sich jetzt ziehen bis Prag. Aber ich glaube, danach haben wir es relativ zeitnah geschafft. Also ich glaube, dann... die anderen beiden Ziele sind jetzt, also dann Pilsen und Budweis sind jetzt nicht mehr allzu weit weg und dann können wir von Pilsen aus dann direkt durchstarten. Oder wir starten über Prag. Das kann, oder wir könnten, nee, warte mal, nee, wir müssen von Pilsen, wir müssen ja Bayern irgendwann abarbeiten. Bayern und vor allen Dingen hier unten Baden-Württemberg, Entschuldigung. Also Bayern und Baden-Württemberg, das müssen wir ja auch, wenn wir auch noch abarbeiten. Vor allem da unten ist noch ein bisschen was, da unten fehlt noch Augsburg, München. Also das kriegen wir, müssen wir noch hinkriegen, das müssen wir alles noch machen. Deswegen werden wir nicht nach Prag, nach Dresden fahren, sondern wir werden dann unten über Bayern, dann München, Nürnberg. Mal gucken, wenn wir es schaffen. Warum macht sich jetzt mein PC mein Dings aus? Warte mal, ich muss mal kurz mal gucken, wegen meinem Fernseher. So, dann gucken wir mal. Schon wieder nur 80? Sind wir in Österreich schon wieder? Ja, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Ah ja, keine Sorge. Ich bin mal gespannt, ob wir ohne Polizeikontrolle durchkommen, oder zumindest mal ohne bewusste Polizeikontrolle. Haben wir irgendwas auf der Route, was ich jetzt eigentlich wissen muss? Wir Baustellen zwei oder drei Stück, das weiß ich. Wir sind schon bald wieder im Brinno. Aber oben die Baustellen sind vor Prag und hinter Pilsen. Ich werde sowieso einen Folgenbreak machen müssen, also ich werde hier die Folge unterbrechen. Das werden wir nicht in eine quasi Folge fahren. Ich werde ja alles zusammenschneiden, dass wir ja das so gewohnt seid, dass wir quasi alle Strecken in einem Rutsch fahren. Aber das Game scheint sehr gut anzukommen, muss ich sagen. Aber die Folgen so lange sind. Aber ich kann nicht bei einem Spiel, was mehrere hundert Kilometer Strecken jetzt, kann ich nicht 20 Minuten voll machen. Das ist zu wenig. Das muss so teilweise auch nach 2 Stunden sein. Das ist halt einfach so. Ihr könnt euch das immer wieder einteilen. Die hole ich mir noch da, dann fahren wir rüber, müssen wir rüber. Also von den 390 haben wir jetzt fast 400 sind es ja, 290, die Hälfte sind 145. Ja, Quatsch. 195 sind es. Also 100 Kilometer, damit sich sowieso die Folge brennen. Kann ich auch machen, aber mal für... Ja, vielleicht Unfall? Wo? Wahrscheinlich bin ich kurz an den LKW angekommen.
Wie gesagt, bei 195 mache ich sowieso einen kleinen Break. Ich muss hier meine Katze gleich noch füttern und passt das so für der Zeit, ja. So, sind wir schon in Brno? Noch nicht. Ich würde ja gerne noch weiter zocken, aber ich muss morgen auch wieder früh raus. Das ist das Problem an der Sache. Ich habe jetzt schon wieder die zweite Frühschichtwochenende hintereinander. Deswegen verzögert sich auch mein Formel 1 Comeback noch ein bisschen. Ich wäre gerne heute Abend noch gefahren. So, da soll ich jetzt Butter kurz vorbeifliegen hier. Guck mal, ein Oase-Tankwagen. Soll aber auch morgen mal aufhören zu regnen. Ich könnte ja auch nur auf Sonne stellen, aber es wäre auch langweilig. So, wenige Kilometer noch, dann haben wir fast die Hälfte der Strecke bis nach Prag. Also es waren jetzt mal fast 400, jetzt haben wir nur noch 250. 250 haben wir jetzt weg. Ja, und ich bin heute Morgen tatsächlich noch die, obwohl ich eigentlich aufnehmen wollte, die Strecke von Arnhem bis nach Luzern gefahren. Was auch drei. Ich dachte, hier darf man nicht so schnell fahren. Wer sagt das? So, wie gesagt, Mitternacht ist die nächste Pause, das ist in 3 Stunden. Wir haben sie ja jetzt erstmal weg. Haben sie ein bisschen was früher gemacht, wir haben sie ja in Prag in Brno noch gemacht. Überlegt, das war schon die erste Strecke. Das war schon in der ersten. So, sind wir schon fast. Sind wir Brno schon durch? Na, fast. Die nächste Ausfahrt wäre es, wenn man den. Ja, ja, wie gesagt, wir sind jetzt von Brno aus nach Ostrava gefahren. Das ist natürlich jetzt das Stück gewesen, was wir jetzt wieder zurückfahren mussten. So, wieder 80. Warum bin ich immer 80? So, jetzt sind wir wieder zurück in Brno, ne? Wie soll jetzt die Ausfahrt, die gleich kommt? Wahrscheinlich wegen. Ja, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Ach, halt doch die Backen endlich. Ja, ich würde mal mich reinholen. Das bringt nichts in die Kurve. In den Kurven brauche ich keine LKWs zu holen. Das ist sowieso zu viel. So, können wir jetzt wieder mal auf 100 beschleunigen, bitte? Dreispurig ausgebaut und. Warte mal. Bra, ne, Bra. Diesmal müssen wir noch Bra. Also quasi geradeaus, weiter. Einmal rüber. Und jetzt geht's rüber. So, die Fahrt ist rüber nach Brno zurück. Und wir sind jetzt wieder straight auf dem Weg nach Prag. 216 Kilometer. Das ist eine normale Strecke, klar, weil halt, wie gesagt, dieser Weg von Ostrava zurück, das habe ich halt angekündigt, das zieht sich halt extremst. So, genau, mal kommen wir drüber. Wie gesagt, ich werde jetzt eh gleich mal, genau, Brno brauchen wir nicht. Das heißt, wir fahren jetzt rüber wieder auf die linke Seite, dass wir nach Prag weiterfahren können. Warum eigentlich doch mal auf 80? Geht's auch etwas langsamer? Nee, schneller geht's aber auch nicht. So, wie gesagt, 93 war der Kilometerstand und wir haben jetzt ungefähr die Hälfte weg von der Strecke.
So, und ich werde jetzt meinen kleinen Break machen. Wie gesagt, ich werde meine Katze versorgen und dann fahren wir das letzte Teilstück bis nach Prag. Meine Katze ist versorgt und wir fahren jetzt das letzte Teilstück bis Prag. Es sind nochmal 190 Kilometer oder 195 knapp. Ich muss jetzt doch nochmal schneiden, weil ich vergessen habe, vor der letzten Folge auf Aufnahme zu drücken. Ist aber die Stelle, ich habe die Stelle genau gefunden. Das ging jetzt relativ zeitnah. Vielleicht nicht so lange, ich hätte sogar laufen lassen können, aber war gut. Also die 300, 400 Kilometer, die hätte ich in einer halben Stunde in der Pause in der Folge gekriegt. Naja, egal, wie dem auch sei. Oh, komm. Regen ist aus. Ist wieder schönes Wetter. So, wir haben jetzt noch gut 180, haben wir jetzt noch genau, bis Prag. Und dann geht's weiter. Nach. Was kommt nach Prag? Ich vergesse das nochmal wieder. Pilsen. Pilsen. Und dann geht's weiter nach Budweis und dann sind wir durch. Für heute. Mit der heutigen Folge vom Fernbus-Simulator. Ja, liebe Leute, die Folgen gehen sehr, sehr lang. Das ist mein Folgen längstes überhaupt Let's Play, was ich überhaupt mache, dass ich pro Folge fast 2 Stunden verbrauche. Aber ich habe durchaus viel Spaß an dem Spiel. Es macht auch übelst viel Laune. Wie gesagt, nur groß vorbereiten ist nicht oder ist nicht viel. Ich habe halt noch andere Projekte. Also wenn ich jetzt vom Urlaub bin oder so, wenn es was hören will. Also spätestens im August, wenn wir. Wäre ich da? Was war das? Genau. Im August bin ich sowieso, will ich ja durch sein, das ist klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, ich fahre am Ende des Monats, fahre ich für 3 Tage zu meiner Familie, meine Schwester heiratet. Da wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich das ein oder andere, etwas anderes reinwerfen werde. Weil ich glaube nicht, dass ich es schaffe vorher, während der Arbeitszeit vor allen Dingen auch in der Spätschicht, es nicht schaffe, ein Spiel vorzubereiten mit 6-7 Stunden Dauer. Das ist nicht machbar. Und das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich zwischendurch mal was anderes reinwerfe. Ich habe noch ein paar andere Möglichkeiten, dass ich hier eine kleine Pause, aus zeitlichen Gründen eine kleine Pause einwerfen werde. Bevor es dann irgendwann mal weitergeht mit einem neuen, mit einem Übergangsprojekt. Ich habe schon so eine kleine Idee, was es wird. Aber wie gesagt, also die anderen sollen weiterlaufen, sowohl Hogwarts Legacy. Also auch FIFA. FIFA war auch nicht mehr allzu lange, weil während die Folge kommt, ist ja schon die 2. Saison dran. Und das wird wahrscheinlich sogar schon die letzte Saison auf der PS, also von FIFA 23 werden, bis dann das neue Spiel rauskommt. Und im Juli, Mitte Juli, soll ja schon wieder ein weiteres neues Projekt auf meinem Kanal erscheinen. So, ich. Warte mal, habe ich hier eine kleine Pause? Ich muss tatsächlich mal ganz kurz wohin noch, schnell. Ich wollte jetzt das Ding durchfahren. Ja, schau schnell. 30 Kilometer sind es noch bis Prag. Ich habe lange keine Polizei braucht. Das ist mir ja wieder. Die letzte habe ich ja ein bisschen gekonnt ignoriert. Ich glaube, ich nerv die mal ein bisschen jetzt. Schalt mal das WLAN aus. Oder? Wie war nochmal das WLAN-Passwort? Sofort gemeckert. Es gibt kein Passwort bei WLAN. Es war mir sofort klar, sobald ich das WLAN ausschalte, dass der Erste direkt wieder meckert. Nicht das WLAN-Passwort.
Es gibt kein WLAN-Passwort bei Flixbus. Man meldet sich einfach auf der Webseite an, so war es bei FlixTrain, wo wir jetzt gefahren sind, nach Berlin. So. Und dann ist man eigentlich online. Ja, die nächsten 2-3 Folgen werden wahrscheinlich damit durchgehen, dass wir dann uns dann unten um Bayern und Baden-Württemberg kümmern. Das wären so die nächsten. Oh, oder? Nein, das meine ich gerade. Also ihr werdet ja, die bleiben ja einfach auf der Straße stehen. Die fahren schon wieder viel zu schnell. Ja. Was war das? Okay. Nix. Das muss so sein. Okay, ja, ich verstehe. Diesmal war die Kurve doch. Ich habe die Kurve ein bisschen überschätzt. So, keine 100 Kilometer mehr bis Prag. Weißt du, wie das Tempolimit ist? Gehen wir nicht auf den Senkel. Oh, der Himmel sieht geil aus, ne? Krass, wir sind schon fast da. Das haben wir 400 Kilometer. Mittlerweile sind wir nur noch bei unter 80. Also 93, 94 Kilometer waren es oder so bis jetzt kommt die Baustelle. Ja, ja, komm, ich fahre wieder rüber. Ich lasse so schön Platz an der Seite. Kein Nerv jetzt, mich dazu zu stressen. Das schaffe ich doch niemals, oder? Schön der Baustelle mit dem Bus im Moment. Vor allem, wie gesagt, die parken hier einfach auf der Autobahn. Die Spot einfach, dass uns in Tschechien nicht neu ist. Das hatten wir schon in Österreich. So, mal ein bisschen hier. Ja, 60 Kilometer bis Prag, liebe Leute. Wir sind bald durch. Zumindest mit dem Teil hier. Schön. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir so schnell bis nach Prag fahren. Boah, Alter, nimm dein Handy aus, schmeiß aus dem Fenster. Wir haben 22 Uhr abends. Ich will meine Ruhe haben beim Fahren. Ja, ich muss telefonieren. Ja. Ja, wenn ich dich kenne, ich bin tatsächlich ein Busfahrer, allerdings halt für Linienbusse und nicht für Fernbus. Ich muss es zugeben, tatsächlich, wenn dann dauerhaft neben dir einer vorne sitzt und nur am Telefon ist, stört das dann schon ungefähr. Also so ganz ungefähr kommt diese Beschwerde nicht. Es stört halt wirklich, wenn dauerhaft ein Handy klingelt oder was auch immer. Das habe ich genau geahnt. Ah, jetzt geht das schon. Lass mich raten.
Geil, nur liegen. Ich kenne das. Bitte, jetzt lass mich nicht in. Jetzt mach bitte mit dir nicht wieder so einen Scheiß. Bitte lass ihn jetzt auflaufen. Nein! Bleib doch nicht schon LKW da stehen! Nein! Warum? Dieser scheiß LKW hätte nicht da stehen bleiben können! Der muss mir auch mal laufen, weil ich genau. Ja, ich hab's einfach mal. Scheiße. Ich will doch nur durchfahren! Wir haben nur ein paar Kilometer bis Prag! Bitte, jetzt lass ihn stehen! Der muss nämlich stehen bleiben, ich komme nicht in den Bus rein. Das ist das Problem an der Sache. Ich lauf auf diese Bergbank und bleib stehen. Ja, aber du stehst wieder. So, jetzt muss ich hier rein. Weil ohne diesen Scheiß, ohne das Ding hier, habe ich keine Chance, in meinen Bus zu kommen. Also ich hoffe, dass ich jetzt rückwärts rauskomme. Das wäre natürlich genial. Jawohl. Upsi. Ich habe einfach nur Glück gehabt gerade. Ist ja gut, es ist jetzt nicht schlimm gewesen, dass du aufgelaufen. Entschuldigung. Dass der da aufgelaufen ist. Guck mal, Czeski Budjovice. Können wir jetzt nicht rechts einfach abbiegen und scheiß auf Prag und den Rest? Sondern einfach bis zum finalen Ort fahren? Nein, können wir nicht natürlich. Wir müssen natürlich noch die Leute, die in Pilsen stehen und in Prag stehen, abholen. Also Prag und Pilsen. Ich glaube, die Strecke danach ist nicht mehr so schwer. Oh, alter Verwalter. Ja, aber das ging jetzt natürlich auf mich. Das muss ich zugeben. So. Guck mal, die heiligen Brüste aus Prag. Wer kennt sie nicht? Jeder weiß, aus Tschechien kommen die schönsten Brüste. Und so. Ja, sieht so aus, als würde es in der nächsten Folge schon nach München weitergehen. Und da bin ich auch ziemlich gespannt, wie das aussieht. Weil in München war ich tatsächlich schon mal. Ich war allerdings nicht in der Innenstadt, sondern ich war wirklich im Stadion, nur zum Fußball gucken, ob das Stadion mit drin ist. In Basel ist es nicht gewesen. Das haben wir ja gewusst, Maja. Aber in München, mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Das werden wir dann hoffentlich in der nächsten Episode erfahren. Hier beim Fernbus-Simulator. Also wir werden wahrscheinlich in Nürnberg anfangen. Jetzt muss ich mich aber erstmal. Ich habe doch gerade. Hat doch schon gerade aufgehört zu regnen. Du teilst natürlich an deinem Handy rum. So, 10 Kilometer noch bis zum Ziel in. Prag, also bis zum. Wir sind in Prag mittlerweile schon, ja, aber wir müssen noch zum Bahnhof oder beziehungsweise zum Zielpunkt, wo wir unsere nächsten Fahrgäste, wo wir die anderen Fahrgäste. Was war denn das jetzt gerade? Sollte das ein Gulli sein? Oder sollte da war das eine Zeitung, die auf dem Boden lag? Die einfach durch die Gegend geschwebt ist. Ich find's lustig, wo wir damals, wenn wir in Holland waren zum Beispiel, gab es ja die Teufelfliegen, die diese hoch runterschwebenden Straßenschilder.
Ich vermute, das sind Bugs, das sind lustige Bugs. Wir haben aber, was haben wir denn noch gehabt? Leipzig-Berlin? War das mit dem Traktor an der Brücke? Oder war das oben? Das war Usedom, ne? Klemmt das Gaspedal oder warum rast der so? Alter, geh mir nicht auf den Sack. Ich bin froh, dass du jetzt gleich aussteigst. Ich fahr bis zum Ende mit. Oh nein. Sag ja, das die Ner- Warte mal, ich muss gerade gucken. Doch, ist richtig. Die nervigsten Fahrgäste fahren immer bis zum bitteren Ende. Ich erzähle euch gleich was, wenn wir hier fertig sind. Prag freigeschaltet. Gut, dann checken wir mal kurz die Fahrgäste aus. Hallo, hübsche. Grüß dich mit. Schade. Mahlzeit. Ist das gültig? Weiß ich nicht. Boteichmann? Ja, bist du. Bist du? Könnte ich bitte ein Ticket bei Ihnen kaufen? Ja, tschechke Budewitsch hier. Danke sehr. Jawohl. Dass ich dich eigentlich David Ott, gut, dass ich jetzt einen Namen hab, ich verklage ich. Du guckst dir Ollen einfach mal. Naja, ja mal. Hi, fahren Sie in meiner Richtung? Ja, ein dicker Hölscher. Jo, fahr mal. Sally, ich hoffe, ich bin hier richtig. Merkst du nicht? Ich fahr nicht nach Basel. Ciao, fahren Sie in meiner Richtung? Ja, Taliatida, Mann. So, es fehlt nur noch Charlie Stumpf. Das bist bestimmt du hier. Ich bin hier richtig. Jawohl. So, der Rest ist für mich ja uninteressant. Das ist voll interessant, dass hier keiner. So, machen wir die Tür zu. Ah, halt. Ich glaube, ich habe was vergessen. Das ist mir gar nicht schon mal passiert. So. Jetzt muss ich mal rüber zu Hause wieder. So, offiziell ist er noch nicht freigeschaltet, aber der ist freigeschaltet. Oh, wir haben eine Rastpause noch drin. Was müssen wir hier machen? 20 Uhr? Wie 14? Nee. Prag, Pilsen, 4:30, 0:15. 0:15 müssen wir so machen. Kann ich jetzt aber nochmal rein in die Lücke? Nee, ne? Okay. Gut, jetzt haben wir noch 114 Kilometer bis Pilsen. Und dann haben wir noch das finale Ziel, den finalen Zielort. Bis. Schaffe ich das Pilsen jetzt in einem Rutsch? Frage? Ja, ne? Doch, eigentlich schon. Dürfte eigentlich funktionieren. Upsi. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich hab nicht mal einen Führerschein. Ich nur so fahren. So. Ich bin mal gespannt, ob das Kuli war oder ob das, was das jetzt war gerade. Aber eigentlich müsste das jetzt kommen, die Stelle. Was ist hier in der Ampel? Sind ja von geradeaus gekommen, ne? Ja, ich weiß, ich muss rechts abbiegen. So, weiter geht's jetzt in Richtung Pilsen.
Wir sind immer noch in Tschechien unterwegs, natürlich. Klar, wir stehen jetzt in Prag. Und fahren jetzt rüber nach Pilsen. 108 Kilometer sind das. So viel ist es nämlich nicht. Nicht so weit wie jetzt das Stück. So, wir müssten offiziell noch eine Pause machen. Und zwar um 4 Uhr. Nee, um 12. Was ist richtig im Kopf? 12 Uhr? Nee, 12 Uhr nicht. Doch, 12 Uhr, klar. Kurz nach 12, ja. Kurz nach 12. Schaffen wir das bis Pilsen noch durch? Die Stunde jetzt noch? Und dann kurz vor Pilsen eine Pause. Haben wir einen Rastplatz vor Pilsen? Nee, ne? Wenn ich Glück habe, schaffe ich das. Ich muss bis Pilsen fahren, sonst geht's nicht. Ich hoffe, dass das klappt. Dann versuchen wir es doch mal. Ups. Sonntagsfahrer. Nee, es ist Freitag. Wir probieren's. Wir müssen die 100 Kilometer versuchen, bis Pilsen zu schaffen in der Stunde. Dann können wir nämlich hoffen, dass wir noch in der Pause. So, jetzt muss ich gucken. Brno, Dresden, Pilsen ist richtig. Pilsen ist richtig. Und danach haben wir noch Budweis und dann sind wir durch. Und dann fahren wir in der nächsten Folge nach Deutschland wieder zurück. Und dann haben wir zumindest bis auf Frankreich, wo die zwei Schweizer Städte haben, also Genf und Bern noch, dann haben wir eigentlich das ganze Ausland weg. Wieder haben wir Österreich weg, dann haben wir die Schweiz größtenteils weg, dann haben wir Tschechien komplett weg. Dann haben wir Niederlande weg, dann haben wir Belgien weg. Haben wir schon ein bisschen was geschafft, wie gesagt. Wir sind ja von Leipzig aus gestartet, dann nach Berlin. Dann sind wir hoch nach Usedom, nach Rügen hoch. Sind dann über Wilhelmshaven gefahren, Hamburg, Bremen, bis hoch nach Schleswig-Holstein, bis auf Flensburg, klar. Das war ja noch nicht damals, da waren wir noch auf Level 3. Warte mal, was darf ich gerade? Geht's auch etwas langsamer? Nein, ihr wollt doch ankommen, oder nicht? Dann sind wir ja über Amsterdam, Rotterdam, bis Arnhem. Arnhem rüber nach Luxemburg. Luxemburg bis über Zürich, Basel, Saarbrücken, halt Freiburg, nach Luzern. Von Luzern aus, beziehungsweise von Zürich wieder aus, nach Graz. Und jetzt sind wir dann von Graz, von Wien aus. Oh, hab ich gerade gesehen. Nach jetzt über Tschechien drüber, also so fast jetzt komplett durch Tschechien einmal durch. Es fehlen jetzt eigentlich nur die nächste Stadt, dann ist Pilsen, das sind mal 70 Kilometer da. Und dann fehlt es noch Budweis, da wo das tolle Bier herkommt. Das soll angeblich sehr, sehr lecker sein. Ich habe es bisher noch nicht getrunken, aber es soll gut sein, habe ich gehört. Ich meine, ich bin eh nicht mehr so der große Alkoholtrinker. Also mal ja ein Schnäpschen, wenn es mal was ansteht, aber jetzt so Bier und alles, wo man da mittlerweile überhaupt gar nicht mehr. Oder selten mal mittlerweile. Also ja, da bin ich mittlerweile durch. So, 60 Kilometer noch. Und dann hin mal Pilsen. Und wie gesagt, wir haben noch die Pause, ne? Wir müssen hoffen, dass wir die 60 Kilometer jetzt in den noch 40 Minuten schaffen. Und sonst noch mal ein Problem. Weil wir haben keine Pause. Der nächste Rastplatz ist zwischen Pilsen und Budweis. Das ist es halt. So, ich schaffe 35 Minuten, 45 Kilometer. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass ich es vorhin kriege. Dass ich dann wechsle, dass ich also bis Ende schaffe ich es nicht mehr. Dafür ist es zu viel. Es geht jetzt ein bisschen auf Zeit.
so 38 Kilometer. Ich befürchte, dass das aber nicht klappt, weil ich vermute, dass wir in Pilsen noch mal ein bisschen Stadtverkehr haben. Also Ampeln, das heißt, das wird da nämlich nicht klappen. Das heißt, ich werde. Oh, das wird aber enger werden. Jetzt müssen wir nach Pilsen rein. Oder? Müssen wir jetzt hier runter? Ja, ne? Eigentlich schon von der Uhr. Ja, müssen wir. Ist hier ja schon Stuttgart? Nürnberg, Stuttgart, ja. Ja, ja, klar, wir könnten natürlich jetzt. Wir fahren ja dann straight von. Vermutlich von Pilsen aus direkt durch nach. Wieder nach Deutschland rein. Weil dann geht es nämlich um Süddeutschland. Und da sind auch eine, also gerade Ruhrgebiet, gut, Ruhrgebiet, das ist ja nicht schlimm, das ist ja quasi fast nur, das schafft man wahrscheinlich in einem Rutsch. Dafür liegen die Städte zueinander, also die, gerade bei diesen Großkilometern, wenn du so Städte hast, die 20 Kilometer auseinander liegen, ist es relativ zeitnah geschafft, aber gerade jetzt, wie gesagt, das zweite Stück jetzt hier von Ostrava nach Prag, das sind fast 400 Kilometer gewesen, das hat natürlich extrem Zeit gefressen. Aber wir müssen jetzt gucken. So, jetzt muss ich gerade gucken. Keine Sorge, ich muss jetzt gucken, dass meine Zeit. Jetzt müssen wir hier raus. Jetzt haben wir noch 24 Minuten, wir haben noch 20 Kilometer. Das könnte klappen. Boah, Alter, was ist denn hier los? Komm erstmal in ein fremdes Land, aber erstmal eine Baustelle vor der Nase. Aber halt kein. So, da vorne ist eine Tankstelle. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Wenn wir jetzt den Parkplatz finden würden, keine Sorge, ich fahr drüber. Hier ist ein Parkplatz. Das heißt, wir können hier auf den Parkplatz rauf. Sehe ich gerade. Keine Sorge, ich mache hier nur mal eine Pause. Warte mal. Ist das richtig so? Doch, versuche richtig zu sein. Ja, dann machen wir hier unsere Pause. Da brauche ich mich nicht durcharbeiten jetzt bis Pilsen. Sorry, dass wir jetzt ein paar Kilometer vom Ziel. Ich muss leider noch eine kleine Saubermachpause. Ich hoffe, ich schaffe das. Okay. Das heißt, wir müssen. Boah, da müssen wir hier rauf. Wie komme ich denn hier rüber? Boah, Alter. Ja, wir müssen ja hier ein bisschen. Wir müssen ja echt hier aufpassen, weil die Straße, die ist nicht ganz ohne. Ich schaffe da niemand zu rangieren oder mit dem Bus oder was. Ich glaube, ich habe mich hier ein bisschen festgezogen. Ja, ich könnte ja versuchen, rüber reinzufahren. Das könnte funktionieren. Wir machen aber erstmal unsere kleine Pause. Haben wir eine Pause gemacht. Jetzt müssen wir noch mal kurz die Fahrgäste zählen. 19 haben wir noch an Bord. Und dann haben wir. Das große Finale noch in Tschechien. So, hier unten sind 6 und oben müssen noch 13 sein. Ich habe aber das habe ich doch richtig gesehen. Die Straße einfach scheiße gebaut. Also manche Ecken finde ich echt ein bisschen, weiß ich nicht. Ich werde hier versuchen, wir zu rangieren. Das ist nämlich anders ist es gerade nicht möglich. Aber es war cool, dass wir noch die Fahrgäste haben. 17, 18, jetzt müsste noch einer hier irgendwo sitzen. Da hinten. Elisa. Gut. Wir haben alle 9. Ist es schon mal jemand passiert, dass ein Fahrgast gefehlt hat? Nur so nebenbei. So, dann fahren wir jetzt runter nach zum Bahnhof. Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir da rückwärts reinkommen. Das ist der Vorteil, dass wir einmal. Ich muss ja einmal hier rum, warte mal. Oder der rückwärts raus habe ich doch niemals zwischen Traubogen. Ich muss ja hier, ich will hier rechts rückwärts rein. Also quasi einmal rüber. Weil ich komme über die Straße, komme ich nicht. Warum
soll man sich also anschnallen? Ja, ja, ich will hier wieder raus, wie ich rein bin. Weil ich habe die Straße unterschätzt. Weil wenn die Straße wäre, kein Problem gewesen. Wäre die eben gewesen, wäre ich da rausgefahren. Aber so geht's nicht. So, jetzt passt es. Also ich habe nur das Schild gesehen. Ich dachte, geil, Baute. Aber, ist es richtig? Ja, doch, das ist richtig, ne? Food 5, ja gut, hätte ich auch Pause machen können. Ist nicht schlimm. Das ist halt der Nachteil, weil ich kenne mich nicht aus. Also in Städten, wo ich sagen würde, okay, da könnte ich mich aus, da weiß ich, wo ein Platz ist, und so, aber. Ja, yeah, aber den will ich nicht. Aber ist egal, alles gut, wir kriegen schon hin. So, wir haben noch 9 Kilometer bis zum Ziel. Also ich hatte mal für Feldzeug schon gesagt, hey, ich fahre wieder weiter. Aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, die Erfahrungspunkte interessieren mich jetzt nicht gerade mittlerweile. Wie gesagt, wir brauchen eh keine mehr. So, jetzt muss ich hier gucken. Hier vorne rechts ist der Bahnhof hinter. Aber hier flackert zumindest mal kein. So, wo muss ich jetzt sein? Weil da vorne steht ein Flixbus. Das kann nur richtig sein. Aber das ist kein Schild. Ich hab's mir fast gedacht. Jetzt bin ich da vorne. Alter, wir können ja mal langsam fahren. So, jetzt sehe ich doch nicht mehr. Weil ich kriege ja Trophäen ohne Ende. Also muss ich gerade gucken, wo will ich hin. Da. So, jetzt sind wir richtig. Das Ding ist übelst verwirrend. Aber wie gesagt, da vorne schon ein Fließbus, ich dachte mir geil, das passt schon. Ich hab noch gerade. Nee, wir werden. Es wäre richtig gewesen. Naja, das ist schon. Ist nicht tragisch. Theoretisch hätten wir gerade ausfahren müssen und dann einmal drehen. Komm, wir stellen uns richtig hin. Geht sofort weiter. Ich stand nur falsch rum. Jetzt ist der Fall zu vergessen. Halt die Fresse. Ich muss mich nochmal richtig hinstellen wieder. Schön richtig? Ja, ne? Was ist jetzt? Rein theoretisch? Ja, doch. Oh, Alter, wie verwirrend die Scheiße hier eigentlich ist. Weil das Schild ist nämlich da vorne. Ein Raudi. Halt die Backen. Ich bin müde, ich will nach Hause.
So, ja, mein letzter Teil mit da, ne? Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich schon mal richtig mich reinsetze in die Lücke. Ich hoffe, dass ich jetzt in der richtigen, im richtigen Slot bin. Weil offiziell sagt er ja hier, ne? Hä? Ja, doch, ist richtig. Oh, Alter. Viele Leute noch dabei. Na komm, mach die Tür zu. Alexa Probst, ja, du bist die Einzige, die mitfahren will. Also, dafür für eine Person so viel. Na dann, also warte mal, ich soll kurz der Leiche Bescheid sagen, dass ich hier weiterfahre. So. Oh, da fahren wir jetzt auf Techke. Und das sind jetzt nochmal 209 Kilometer bis zum finalen Ziel in Tschechien. Was ein Lack hier an diesem Bahnhof. Hier in Pilsen. Also ich glaube, das vermute, dass das genauso aussieht. Wenn ich hier mit Blitz passieren müsste, Happy Birthday, ich hätte übelste Stress hier vorne. Weil ich echt nicht wüsste, wohin. Oh, ich freue mich auf bestimmte Bahnhöfe, so auf Halle oder sowas. Wo ich ja auch schon ein paar Mal gefahren bin. Das könnte man wieder kennen. Also Leipzig muss ich sagen, okay. Nein, sieht nicht original aus. Berlin habe ich jetzt nicht auf, richtig auf dem Schirm. Also ich weiß, wie der Bahnhof aussieht, ja, aber habe ich jetzt nicht beim Spielen gehen auf dem Schirm. Zürich soll bekannt sein. Hat man Dinge wiedererkannt? Ich habe das Video einer Freundin von mir geschickt, die in Zürich zur Schule geht. Die bestimmte Punkte wiedererkannt hat. Luzern, okay, habe ich ja. Die eine Straße, die ich meinte, habe ich wiedererkannt. Ich bin gespannt. Köln habe ich beim Let's Play definitiv einige Punkte auch wiedererkannt. So, also gucken, wie viel Sprit wir noch haben. Wir haben noch halbe Tank drin. Wir kommen aber noch durch bis Pilsen. Bis Budweis. Also man muss sagen, dass man durchaus Stellen wiedererkennt. Aber wie gesagt, ich muss Städte, die ich erkenne, beziehungsweise die, wo ich schon war, versuche ich wieder zu erkennen. So, jetzt muss ich gucken, jetzt muss ich hier links, ne? Ich pfeife jetzt ein bisschen drauf auf Verkehrslimits, auf Ampel und so. Das heißt, wo ich nicht ignorieren darf, sondern natürlich. Also wie gesagt, das Ding ist ein Spaß-Let's Play. Seht es mir bitte nach, dass ich jetzt nicht hier mit Pappenernst dran sitze und die Zeiten einhalte. Weil wenn ich danach einhalte, überleg mal 1500 Kilometer, die habe ich in 3 Stunden runtergearbeitet. Überleg mal, wie ich 3500 Kilometer brauche. Ne, alleine mit dem Auto. Bin ich da auch schon mal so ein paar Stunden unterwegs. Das ist, glaube ich, Leipzig-Zürich hin und her. So, ab geht's nach Tschechien, Budějovice. Das heißt, hier raus. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder in Pilsen. Weil es am meisten Sinn macht, oder von Prag aus, ich weiß es noch nicht, ob wir von Pilsen oder Prag fahren.
Aber es macht am meisten Sinn. Ankunft wäre offiziell um 7.26 Uhr. Wir haben jetzt 0.56 Uhr, also wir haben 6,5 Stunden Zeit, um die Strecke runterzufahren. Wir halten sie eh nicht 100% an die Haltestellen. Das ist sowas von großzügig bemessen. Ich habe da mal eine neue Aufnahme gestartet. Jetzt geht es nämlich weiter. Jetzt geht es ins Finale. Der letzte Weg. 160 Kilometer nochmal bis Český Budějovice oder beziehungsweise auf Deutsch Budweis. Und dann sind wir mehr oder weniger durch in Tschechien. Aber Österreich. Wollte schon wieder was getan haben, nämlich Österreich und Tschechien gefahren. Oh, Alter! Genau das meine ich! Die bleibt einfach bitte. Warum bleibt der LKW wieder stehen? Die Autobahn ist 100, ist 100, die ist ausgebaut. So, jetzt hoffe ich, dass wir hier durchkommen ohne Probleme, wenn jetzt nicht irgendwie was weiteres passiert. Ich vermute, dass wir kurz vor dem Fazit nochmal einen. Ist ja kurz vorm Fahrziel nochmal eine Polizeikontrolle bekommen. Mit der Ansage. Mit Ansage kriegen wir jetzt nochmal eine Polizeikontrolle. Keine Decke mit. Ja, ich will Feierabend machen. Ich will nach Hause. Gib Gas hier mit deinem Transporter. Genau das meine ich. Wieso bleibt der einfach stehen? Der rote jetzt genauso. Wie gesagt, bisher noch keine Kontrolle gehabt. Wir haben ein bisschen Glück gehabt. 130 Kilometer noch vom Ziel. Haben wir überhaupt noch mal einen Parkplatz? Bis zum Finale, bis zum Ende? Eigentlich nicht mehr, oder? Ja doch, hier nochmal, kurz vor, ja, hier unten. Da könnte, pass auf, da steht bestimmt nochmal die Polizei. Da steht bestimmt nochmal die Polizei. So kurz vor dem Ende nochmal. Kilometer noch haben wir. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Dann geht's jetzt. Ja, dann haben wir es aber tatsächlich komplett einmal nach einem Rutsch gepackt. Und dann sind wir heute Österreich und Tschechien gefahren. Das sind zwei Folgen. Zwei sehr, sehr langen Folgen. Ja, wieso bringt er ja auch nicht bei dem? Übrigens keine 20 Minuten Folgen zu machen. Das ist zu wenig. Ja, ich hätte ein bisschen cutten können und alles drum und dran, aber ich wollte euch doch schöne Dinge zeigen. Natürlich die Folgen runterkappen können, das wäre natürlich auch sinnvoll gewesen. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht unseren Bus wieder auf die Seite legen. Ihr kennt das, sonst renne ich wieder den Bus hinterher. So 112 Kilometer davon. Es ist. Da kommt noch ein LKW entgegen. Ich dachte mir, was ist denn das da vorne links? Aber es war ein Tank-LKW. Von der Aereal. Weiß ich so, glaube ich. Hier im Spiel. Ich weiß, wie die Firma das ist. Also man kennt so das eine, die eine andere Firma wieder auf den LKWs. Sei es jetzt Aereal. Wissen Sie, Ken und Nickel. Dann haben wir, was haben wir noch gehabt? Oase. Also, ja, mir fehlen bestimmte bekannte Tankstellennamen zum Beispiel noch.
Wie die Gelb-Rote zum Beispiel. Die man ja durchaus kennt. Die wird wahrscheinlich im Spiel irgendwie Scholl oder Schall heißen. Der flackernde Traktor von Tschechien. Ich habe gesehen, dass da irgendwas geflackert hat. Ich wusste nicht, wo es herkam. Aber es war tatsächlich ein Traktor. Den kennt man ja mittlerweile. Die flackern ja immer das mal so ein bisschen durch die Gegend. Ich finde es lustig. Es sind noch einige geile Bugs da mit dabei. Aber es ist halt ein Simulator. Der im Gegensatz zu zum Beispiel dem Berufsfeuerwehrsimulator nicht einfach nur hingeklatscht ist, sondern man hat sich ein bisschen was Gedanken gemacht. Man hat die ganze Städte eingescannt und wie gesagt, man erkennt Dinge wieder. Ich sehe natürlich viele Dinge auch anders, klar. Wie gesagt, guckt euch mal ein Video an zu der Stadt Leipzig. Also Stadt Leipzig zum Beispiel, eigentlich auch nur da. Weil da sind, zum Beispiel, habe ich euch ein paar Stellen gezeigt, zum Beispiel, dass da vieles anders ist. Die Anordnung am Abbahnhof von den Bussen ist deutlich anders. Ihr könnt einfach stehen. Die Anordnung von den Bussen ist ein bisschen anders und die Stellen halt sind alle ein bisschen anders. Was mir zum Beispiel auch hier extrem fehlt, ist Leben. Ich hätte gerne mehr Leben. Was meine ich damit? Menschen in der Stadt. Andere Busse, also nicht nur jetzt irgendwelche, nicht nur die Flixbusse, Reisebusse, sondern ich hätte Linienbusse gerne zum Beispiel drin gehabt. Einfach oder Menschen mal auf der Straße, dass man in der Einkaufsstraße die Stadt einfach nicht so gerne leer ist, sondern einfach mal Dinge sieht, Menschen sieht. Ja. Dass man NPCs sich nicht teilweise so dämlich verhalten. Wie jetzt zum Beispiel gerade der LKW, der einfach bei auf der Straße, wo 100 erlaubt ist, stehen bleibt. Sowas meine ich einfach. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen mehr Detail verliebt, ein bisschen getreuer. Wie gesagt, ja, das Spiel kostet gerade mal 40 Euro. Okay, ist jetzt halt so. Du brauchst jetzt für den Preis auch nicht das absolute Wunderwerk zu erwarten. Ja? Nein, wir haben tatsächlich keine Polizeikontrolle. Das ist nämlich der letzte Parkplatz vor Budweis. Wir haben keine Polizeikontrolle auf dieser Strecke. Wieder die letzte einmal ignoriert. Nicht ganz freiwillig, muss ich zugeben. Das war aber wohl schön, einfach nicht gesehen habe. So, da sind wir. Und geradeaus geht zurück nach Österreich, nach Linz. Aber da wollen wir gar nicht hin, da waren wir nämlich schon. Wir fahren jetzt rüber nach Budweis. Es sind nämlich nur noch 25 Kilometer. Auch hier. Entschuldigung. Auch hier zum Beispiel. Gras auf der Straße. Neben der Straße, okay, ja. Klar, aber aus der Straße zum Beispiel, mitten auf der Autobahn oder was auch immer. Oder schwer, wo wir eben die Pause gemacht haben. Wir haben die Pause gemacht, die Straße, die einfach nicht eben ist, sondern wir können da niemals rausfahren können. Deswegen muss ich ja den Bus rückwärts setzen. Ist nicht schlimm, ich kann es. Oh, hier, was meine? Gras auf der Straße.
Ne? Das sind einfach Dinge, die mich nicht stören, nein, aber die mir auffallen. Aber wie gesagt, an sich macht das Spiel Spaß. Auch für die 40 Euro, okay, ja, gerne, klar. Dafür habe ich mir keine Fahrgäste mehr gehabt. Aber wie gesagt, es fehlt mir Leben. Gut, wir haben jetzt in der Nacht 2:04 Uhr. Da warte ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß, ich habe eben gerade die Vorfahrt genommen. Ich bin jetzt gerade einfach durchgefahren. Aber ich dachte, ich scheiße ein bisschen weiter drauf auf die ab. So, das wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein, dass wir hier in Budweis stehen. Ich weiß es noch nicht. Wir werden wahrscheinlich die nächste Strecke von Prag ausfahren. Ich werde es euch dann gleich bauen. Da muss man gerade mal gucken. 7 Kilometer haben wir noch. Na Draghi. Das ist hier nicht die Formel 1. Nö, die hatten wir heute schon. Mal kurz gucken. Nee, und wenn ich nicht jetzt ins Bett müsste, weil ich muss morgen um 2.30 Uhr jetzt wieder aufstehen, wollte ich heute Abend tatsächlich auch mein Debüt bei Comeback in der Formel 1 wieder geben. Warte, lass mal kurz hier reingucken. Oh, Luxus! Luxus! Bin ich richtig? Luxus! Okay, ich muss sagen, das ist tatsächlich so ein bisschen das Beste, was mir jetzt hier gefallen hat, das Beste, was mir bisher passiert ist. So, damit haben wir... Ich hätte vorher gewusst, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Werbung. So, damit sind wir in Tschechien. Und damit haben wir es abgearbeitet. So, jetzt muss ich gerade gucken. Jetzt muss ich hier rüber klettern sogar. Mit der Leiter drauf. Okay. Gut. Das war unsere Fahrt mit dem Flixbus von Wien nach Tschechien. Und dann geht es in der nächsten Episode weiter, wieder zurück, wahrscheinlich dann über, aber wir machen mal einen kleinen, wir bauen die Strecke gleich mal. 1083 Kilometer waren es, ja. Ich bin sehr viel heute gefahren. Na, ich will sagen, das ist die dritte Strecke, die ich jetzt gefahren habe. Auf der Straße gefahren, ja, mein Gott. Geschwindigkeitslimit, scheiß drauf, Sicherheitsabstand brauchen wir nicht. Betriebsrat eingehalten. Ist ja auch lieber für mich. Pausenqualität 0% brauche ich. Ungültige Tickets, das habe ich nur ausprobiert. So. Wir bauen eine neue Route. Und zwar geht es wieder zurück nach Deutschland. Warte mal. Müssen wir mal gucken. Das ist die Route 11. Die geht von, wo sind wir denn jetzt gerade? Pilsen. Okay. Oder fahren wir von Salzburg. Salzburg, Regensburg, Nürnberg? Ich guck mal gerade was an. Wenn wir Salzburg starten. Ja, oder München. Augsburg. Stuttgart. Karlsruhe. Kaiserslautern, Monheim, Heidelberg, Sinsheim, Heilbronn nach Nürnberg. Dann haben wir ungefähr die gleiche Strecke wie jetzt gerade auch. Aber ich hätte gerne unten über Rundenmeer rumgefahren, über die 6. Ist das sinnvoll? Und hast du dich über die 6 nach Nürnberg?
wären 1200 Kilometer. Ich nehme Nürnberg nochmal raus. Warum fährst du nicht über die 6? Ist das sinnfrei? Heilbronn? Ich könnte jetzt natürlich oben weit. Ich will ja Nürnberg oder Nürnberg mit reinnehmen. Fährt ja, das sind 1150 Kilometer ohne Nürnberg. Wenn ich aber Nürnberg mit reinnehme. Ja, das sind 1264 Kilometer. Sind also ich bin eben mehrere Stunden gefahren. Also tatsächlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir das Ding hier fahren heute. So, das wäre das Nächste. Dann hätten wir zumindest fast Süddeutschland schon weggearbeitet, komplett. Dann würden wir sogar bei München fahren und von Salzburg aus fahren. Ich könnte aber jetzt was sagen. Ich gucke mir noch mal was anderes an. Ich will ja eigentlich Süddeutschland sehr groß schon wegarbeiten. Dann haben wir nämlich sehr viel schon weg. So. Dann haben wir jetzt, wenn ich jetzt von Pilsen aus, was habe ich gesagt, von Salzburg sind wir gefahren, ne? Was habe ich gesagt, 1264 Kilometer, wenn ich Süddeutschland wegarbeite. Dann habe ich Nürnberg. Ich fahre nur etwas anders. Karlsruhe. Saarbrücken haben wir ja schon mit drin. Kaiserslautern. Monheim. Heidelberg. Sinsheim. Heilbronn. Da sind wir von der Strecke her etwa dasselbe. Dann sind wir von der Strecke her ungefähr dasselbe. Als ob ich jetzt von Pilsen aus starte oder von Salzburg aus starte. Von den Kilometern ist es dasselbe, muss ich sagen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir von Salzburg aus. Wir fahren von Salzburg, München und Nürnberg, so wie ich das eben gerade gesagt habe, mit Nürnberg und Regensburg mit drin. Also, neue Route. So, das sind ein paar Kilometer mehr, ja. Also, von Salzburg aus fahren wir. Nach München. Nach Augsburg. Stuttgart. Karlsruhe. Kaiserslautern. Mannheim. Heidelberg. Sinsheim. Heilbronn. Na? Nürnberg. Bis nach Regensburg. Dann haben wir einmal komplett Süddeutschland, also hier sogar zu kurz an der Weg von der Strecke her, immer 294 Kilometer von Pilsen aus gefahren. Und dann werden wir in der nächsten Episode dann wahrscheinlich Würzburg und so fahren. Würzburg, Frankfurt, wir könnten aber statt Nürnberg, schaffen wir Würzburg mit rein noch? Was für eine Kilometerzahl? Und jetzt fahren wir in Würzburg noch mit rein. Heilbronn, Würzburg, Nürnberg, Regensburg. Das sind nur 50 Kilometer mehr als die andere Route, aber nee, wir nehmen Würzburg raus. Ich meine, das sind jetzt ein paar Kilometer, das sind 70, 80 Kilometer oder 100 Kilometer mehr, aber 100 Kilometer macht es auch wieder aus. Gut, dann verabschiede ich mich heute. Das wird unsere nächste Route werden. Und zwar geht es dann von Salzburg aus nach Regensburg. Und das sehen wir uns dann. Das sind dann nochmal 1200 Kilometer. Einmal komplett durch Süddeutschland. Dann haben wir Bayern weg, fast komplett weg bis auf Würzburg. Und dann haben wir auch schon Schleswig-Holstein, ja, hier, na. Schleswig-Holstein hier. Baden-Württemberg, natürlich. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend, Leute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr Bock drauf habt, um 18 Uhr mit der N11 von Salzburg nach Regensburg. Bis dahin und auf Wiedersehen. Und warte mal, ich überlege gerade, ob ich nicht Salzburg, München, Regensburg und dann oben rumfahre. Ist der Weg nicht kürzer?
Also ich war geil. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade doch noch mal reingehe. Eigentlich war es jetzt anders geplant. Hilfe. Also wenn ich jetzt nämlich von links aus starte, von Salzburg, München, den Weg, den ich andersrum fahre, ist der Weg dann kürzer. Ich habe ja genauso alle Städte drin. Warte mal, ich will das ausprobieren gerade. Also wenn ich jetzt... Würzburg, Heilbronn... Ich fahre, du willst was anderes ausbauen. Ausprobieren. Kitzlautern. Karlsruhe. Stuttgart. Augsburg. Nee, alles klar. Das war nur ein Gedankenspiel von mir. Nee, wir fahren so wie gehabt. Also Salzburg, Regensburg. Ich wollte wieder andersrum fahren. Aber ist nicht schlimm. Wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall morgen um 18 Uhr im Fernbus-Simulator. Bis dahin, tschüss.